Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ihr wundert euch, was los ist. Es ist der 31.05. Also eigentlich ist jetzt noch kein Sparspiel-Sonntag. Das ist richtig, aber ich habe mir gedacht, ich habe hier noch ein bisschen Geld übrig. Und dass wir das jetzt noch in die Sparspiele verspielen. So ein paar Spiele halt dann doch noch spielen oder ein paar Challenges. Und ich habe schon in den letzten Tagen ein paar Sparspiele aussortiert. Also sind es jetzt keine Vierbeiner mehr, sondern aktuell Dreibeiner. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch nochmal ein extra Video mache, welche Spiele jetzt einziehen werden, welche ich vielleicht hinzunehme, sage ich jetzt mal so. Oder ob ich die kompletten Beine dann neu gestalten werde. Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, lasst uns anfangen. Und wir fangen auch mit den Sparspielen an. Das sind nämlich die Zweibeiner. Und deswegen, ja. Wenn es ein bisschen dunkel ist, es ist schon leider ein bisschen früh am Abend, aber ich denke mal, das klappt so noch mit dem Licht. Ich wollte nämlich ganz gerne das Spiel Frühlingserwachen für den Monat Mai zu Ende machen. Nehme ich es noch mit in den Juni mit rein, weiß ich wirklich jetzt noch nicht, aber wir ziehen erstmal die Kärtchen, würde ich sagen, und das sind jetzt alle Kärtchen? Nein, das sind nicht alle Kärtchen. Seht ihr? Geht schon gut los. Mal schauen, vielleicht kann ich ja heute auch rubbeln. Oder, ups, entschuldigt. Ich komme schon wieder ans Stativ hier. Das Geld mal ein bisschen aus dem Weg. So. Und dann nehmen wir das. Ha! Die Blumen bedeuten, ich darf einen Nuss ziehen. Und jetzt mischen wir nochmal. Und wir ziehen das. Der Regenschirm kostet mich schon mal 3 Euro. Das ist schon mal gut. Und dann, ich möchte so gerne noch mal den Schmetterling haben. Nein, ich habe das Fahrrad, das kostet mich 2 Euro. Also bin ich hier schon bei 5 Euro. Dann schauen wir aber erstmal, was das Los uns für ein Glück bringt. Da ist das letzte Los. So, das letzte Los für das Spiel Frühlingserwachen. Und wir haben die 88, also 8 plus 8 macht 16 und 1 plus 6 sind 7 Euro. Also kommen hier nochmal 7 Euro hinzu. Das wäre das Los. Dann wäre ich bei 12 Euro. Ich möchte aber so gerne noch mal rubbeln. Oder lasse ich? Nee, ich lasse es bei den 12 Euro. Das reicht ja. Genau. Dann machen wir das jetzt am Wochenende platt, das Spiel, würde ich sagen, im Juni. So, dann den Stift. Und könnt ihr das eigentlich sehen? Ja, das müsst ihr jetzt sehen. Heute ist der 30.05. plus 12 Euro sind wir bei 85 Euro. Ja. Dann spielen wir natürlich auch die Love Letters von Juice Budget. Tue ich schon mal die Tüte hier rein. Und wir haben 7 Euro. Na.
7 Euro. Und das trage ich ein. Dann sind wir hier. Nicht 30. 31. Mensch. 31.05. plus 7 sind wir hier bei 49 Euro. Ein stolzes Sümmchen, würde ich jetzt mal so behaupten. Kommen wir zu Flower Power. Auch das wollte ich heute spielen. Und wir nehmen den grünen Würfel und würfeln eine 3. Eins, zwei, drei und kommen hier auf das Feld mit den 2 Euro. Und das. Ich probiere es nochmal. Ich probiere nochmal mein Glück. Und noch eine 3. Eins. Upsa. 2, 3 und da sind nochmal 5 Euro. Und hier haben wir die 5 Euro und dann das 7 Euro, die heute hier noch hinzukommen. 31.05. plus 7 sind wir hier auch bei 48 Euro schon. Das mache ich jetzt mein Kleingeld rein. Das ist ja jetzt dann kommen wir zur magischen Tür von Sparstrahl. Tja. 1, 2, 3, eine 4. Eine 6. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der Stern, spare den im Stern angegebenen Betrag. Na gut. Dann sind das 6 Euro. Nee, Quatsch. Nicht 6, sondern 2 Euro. Entschuldigung, es sind 2 Euro. Aber auch hier würfel ich jetzt nochmal. Vielleicht habe ich ja jetzt eine 2. Nein, ich habe eine 3. 1, 2, 3. Und hinzu kommen noch 3 Euro. Dann sind wir da auch bei 5 Euro. Ich möchte die Kasse nämlich ein bisschen, also besser gesagt, den Spartopf ein bisschen aufbessern. Und dann, ja, passt das. Plus 5 Euro sind wir bei 59 Euro. Upsa. Und am 31.05.24. Auch das habe ich jetzt erstmal in Kleingeld. Das kann ich ja irgendwann nochmal durchwechseln. So. Stich lassen wir heute aus. Stich spielen wir wirklich erst dann wieder am Sonntag. Dann muss ich hier jetzt noch die Kärtchen reintun vom Frühlingserwachen. Jo. Dann kommen wir zu diesem Binder. Auch der beinhaltet Challenges. Und zwar einmal die Witch of Love. Da kann ich jetzt, glaube ich, würfeln oder rubbeln. Und ich rubbel heute mal.
1-2, 1-2. Ach, wir nehmen den. Ja. Und das sind 15 Euro. Das lassen wir jetzt auch so stehen. Aber dann ist das Monat Juni auch bald vorbei. Dann sind wir hier bei 125,50 Euro. Die Jahreszeiten-Challenge für den Monat Sommer spielen wir natürlich im Juni. Und dann spielen wir noch eine Weihnachts-Challenge. Und zwar einmal die 20-Euro-Challenge, denn die wollte ich jetzt für Mai wirklich mal abschließen. Und deswegen kommen hier einmal 20 Euro rein. Da sind sie auch. Dann werden sie jetzt Anfang Juni nicht gespielt, sondern erst in der zweiten Runde im Juni. 31.05. plus 20 Euro sind wir bei 180 Euro. Und die 5-Euro-Challenge, doch, die spielen wir heute auch noch. Oder die befülle ich heute. Einmal 5 Euro abhaken. Und jetzt haben wir schon mal geknickt hier. 31.05. plus 5 Euro sind wir bei 90 Euro. So. Gut. Dann wäre der Bein da auch schon mal fertig. Und dann kommen wir zum Team Spar-Challenge-Beine. Und ja, da rubbeln wir auch die eine Thank You-Challenge noch auf. Sehr schön. Bei 5 Euro. Und dann wäre die auch abgeschlossen. Wo ist der Zettel? So. Fünf Euro sind wir hier bei 55 Euro. Am 31.05. Auch schon wieder 55 Euro für den Spartopf sparen. Und dann darfst du hier mit rein. Definitiv heute zum letzten Mal, deswegen wollte ich es auch heute nochmal spielen. Bambis Reise. Das wird heute das letzte Mal gespielt und zieht dann sozusagen, aus. Und wir haben eine 2.
1, 2 und kommen auf dieses Reh. Und das ist... Hui! Dieses nehme ich hier. Und da steht, Bambi spielt auf der Blumenwiese. Spare die aktuelle Temperaturenzahl. Ja. Und das waren... Habe ich jetzt 18 Euro. Genau, 18 Grad. Und damit spare ich 18 Euro. Okay. Plus 18 Grad. Sind wir bei 105 Euro am 31.05. Ja. Und damit beenden wir das Spiel mit 105 Euro. Und das darf dann auch sozusagen ausziehen. Die 52-Wochen-Challenge spielen wir jetzt nicht. Den Kurzurlaub muss ich mal schauen. Die 5-Euro-Challenge kann ich jetzt gerade nicht. Also die Sport-Challenge, so für die 5 Euro kann ich jetzt nicht. Aber die Würfel-Challenge kann ich noch. Eine 4. Und die 4 war ein Orange. Liegt ja draußen. Eine 4 haben wir gewürfelt. Oh. Ich glaube, da muss ich dann später mal das ganze Kleingeld wechseln. Und wo haben wir hier noch eine 4? Hier. Also 4 darf ich jetzt, kann ich glaube ich jetzt gar nicht mehr würfeln. Doch, eine 4 könnte ich noch würfeln. Ach, was ins Auge bekommen. 4 Euro. Und das macht dann 88 Euro am 31.05.24. Gucke ich jetzt noch mal durch. Hier müsste ich 20 Euro sparen, das habe ich jetzt nicht. Die wollte ich erst im Juni wieder sparen. Ich hau noch mal kurz bei meinen Challenges hier mit rein. Ach komm, wir spielen einfach noch mal Witch of Love. Und zwar eine Würfel-Challenge. Ein Euro. Zwei Euro sind drei. Und zwei sind fünf. Gut, das machen wir jetzt auch so. Fünf. Und dann... Machen wir hier noch die 5 Euro dazu und dann sind wir hier bei 130,50 Euro. Oh nein, mir fällt Geld raus. Ich glaube, die Tasche ist kaputt. Nee. So. Das war's auch schon wieder. Es ist eine kurze Runde gewesen, aber ich werde jetzt halt die beiden da durchgehen.
und die Umschläge leer machen, aber das mache ich ohne die Kamera. Und ja, dann sehen wir uns spätestens wieder, wenn ich am Sonntag die neue Spielrunde für die ersten Juni oder besser gesagt für den Monat Juni beginne. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du mir sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren, das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.